Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Super Mario Maker 2 gemeinsam mit Kino XD. Willkommen, die Ziege ist am Start. Genau so macht eine Ziege, die kriegt mittendrin so einen Anfall. Corona. Ja, genau. Genau so macht eine Ziege. Ich muss noch immer gucken, dass ich eine Range aufsuche, wo ich einfach eine Partnerschaft mit einer Ziege übernehme und die nenne ich dann Kino. Alter, ich wollte immer noch bei mir eine Streichelzoo, da gibt es nämlich Ziegen. Ja, übernimm eine Partnerschaft und nenn sie Kino. Auf dem Mars, auf dem Mond, überall eine Ziege. Auf dem Mars halt sich eine Ziege. Die erste Mars-Ziege, oder was? Lass ein Buch schreiben, die Ziege auf dem Mars. Die Mars-Ziege. Dem Mars, auf dem Mond, überall eine Ziege. Also nach dem Buch, die Geschichte über die Ziege, kommt die Geschichte der Ziege auf dem Mars. Ohne Witz, wir sind Autoren, so wie es sich gehört. Und dieses Level hier ist mega komisch. Und ich habe so... Oh mein Gott! Ja, genau. Bis jetzt hatte ich nur Glück. So wie in Mario Party. Nee, da ist es Skill. Naja, also... steigende Lava. Aufgepasst. Donnersäule! Also ich weiß nicht, wo du steigende Lava siehst, aber okay. Oder ist sie nur runtergegangen? Oh, scheiße, ich bin... Hä? Ach so, musst du da durchlaufen wahrscheinlich. Ja. Oder? Hä, nee, da ist nix. Achso, musst du jetzt irgendwie da hochkommen, oder wie? Mhm. Kannst du mich rüberwerfen? Nee, da ist ja gar nichts. Da ist ja nix. Du musst da irgendwie hochkommen. Das ist nicht gut. Oh, schön. Nicht dein Ernst! Sind wir hier getrappt? Nee, du bist da doch irgendwie hochgekommen. Ja, das ist nur da. Wir können es probieren, dass wir dich mit Schutzzeit da hochbringen. Töte dich kurz mal. Oder so. Aber irgendwo muss ein Schlüssel sein trotzdem. Ja, da ist Bowser da hinten. Scheiße. Ist das... Warte mal, wie hieß denn das Level nochmal? Das sieht so aus wie ein Riesenpanzer. Das war gut. Ich bin stolz drauf. Du auch. Und wir hatten... Oh Mann, jetzt müssen wir den ganzen Scheiß nochmal machen. Ich weiß nicht, aber das Level ist mehr Gegner-Gespam als alles andere. Ja. Kugel! Kugel, rette mich! Willi! Nee, nur große Kugel. Und hier ist nur fucking Pilz drin. Bitte, seien Sie einfach nur still. Kann ich leider nicht, ich bin eine Ziege. Ich merke schon. Eine kleine Babyziege. Wieso Babyziege? Na, die ist auch laut. Hallo, ich bin eine voll ausgewachsene Hybridziege. Halb Ziege, halb Maschine. Eine Androiden-Ziege. Ach, da oben gibt's eine. Achso, warte mal. Achso, ich muss mit Ding klatschen. Ja. Oder sind auch Powerblocks da? Ich weiß auch nicht, ob. Ich mach das jetzt damit. Vor allem, ja, der hat einen Schlüssel. Ne, da oben gibt's Blumen, die was du. Danke fürs Abnehmen. Das war auch meine. So, und jetzt da rein ganz schnell. Bitte sag, ich brauche jetzt nicht nochmal was. Ah, das ist noch ein Halbzeit-Ding. Oh. Okay, hier ist sowas. Warte, da ist eine Donnersäule. Okay, nee, die kommt nicht raus. Hä? Vielleicht doch. Ich liebe es. Okay. Eigentlich wäre es ganz geil, ich könnte mich oben hinstellen da einfach, weil es geht, damit da kein Ding rauskommt, mehr kein Panzer. Ich verstehe schon. Wo ist da genau das Ziel oder gibt es da wieder einfach mehrere Wege? Ich suche gerade. Ich gehe gerade diese Eiszapfen-Schwinghöhlen-Nachmache durch. Die Eiszapfen-Schwinghöhlen-Nachbar, okay. Das sind Eiszapfen, sorry. Ah, kriege ich Flashbacks. Dammit, Kugelwilli, lass mich. Okay. Da oben ist, glaube ich, so ein 30er. Okay, hier sind Lianen. Bist du an denen schon vorbei? Ach, da bin ich schon längst vorbei gewesen. Und bin ich gestorben, weil dieser dämliche Effekt kam. Den habe ich noch nicht, Oh, hier ist ein Schlüssel, brauchen wir. So, wo soll hier wieder ein fucking Schlüssel sein? Das ist es halt. Wer hat denn die Absicht, hier einen Schlüssel zu haben? Ich wollte gerade sagen, eine Ziege zu züchten, ich weiß nicht warum. Einfach alles töten.
Ja, da oben ist eine Röhre. Ja, stimmt. Irgendeiner von denen wird es wahrscheinlich haben. Der war schon mal nicht. Der auch nicht. Ja, muss eh irgendeine von den Piranha Plants muss eine haben. Ja, der hat sie. Da hast du sie, ja. Oh Gott, jetzt nicht dumm sein. Schade, darüber springen kann ich nicht. Ja, habe ich schon geguckt, da oben ist nichts. Okay, gleich direkt ein Lavaloch, wenn du durch die Tür gehst, also aufpassen. Und viel Lavaloch. Ja, und viel Kettenhunde, aufgepasst. Ach da! Ja, da wäre ich fast reingeplumpst. Komm einfach her, aber wie, warte mal, wie mache ich das am besten? Kannst du da bitte einen Schritt weggehen? Danke. Ich glaube, so. Wir müssen einfach den Schalter drücken. Soll ich's machen? Ja. Ich bin mal dabei. Ich warte hier einfach und schau dir mal zu. Ja, treffen sollten wir. Ach! Treffen! Ja, er ist ein weiter, aber es ja, bringt halt den, auch nicht viel. Warte. Ja, du musst halt aber immer genau drücken, nicht, dass du den Panzer versehentlich killst. Ja, aber ich warte erstmal, bis sie hier weg sind. Ich mach's anders, warte, ich stell mich einfach vor die Röhre. Geht auch. Warte kurz. Ja, gut. Oder stellst du dich doch vor die Röhre, weil du bist gerade. Ja, gut. Yeah. So nicht. Also, als ob wir so dämlich wären, oder? Ja, gut, vielleicht doch. Warte eben, bis die da runterfallen? Oder fallen die überhaupt runter? Ja. Okay, gut, dann jetzt. So, jetzt muss ich Skill beweisen. Jetzt hast du. Ich hab's gesehen einfach. So. Oh, warte mal, jetzt hast du einen Schlüssel gekriegt. Egal, ich geh einfach weiter. Ja, ich komme auch mit. Jetzt sind mir die Kettenhunde sowieso Schnuppe. Aber schön, wenn man zu zweit ist bei solchen Sachen, oder? Was ist das denn schon? Oh, man fällt. Ich bin runtergefallen! Nach rechts! Mach nach der Röhre direkt nach rechts drücken. Ich warte mal auf dich, bis du nachjoinst. Ach so. Einfach direkt nach rechts. Mhm. Ich bin da eiskalt runtergefallen. Ich bin gefreezed, okay. Das ist wieder super. Also irgendwo ist hier schon wieder ein Weg nach oben. So. Okay. Achso, brauchst eine Brust. Ich hole mir eine Brustblume nehmen hier und dann die Eisblöcke schmelzen und einer der Goombas wird höchstwahrscheinlich so einen Scheißdreck haben. Ja, einer von den Goombas wird höchstwahrscheinlich den Schlüssel haben. Ja, ich will dir keinen Helfer, aber ich komme hier nicht voran. Ja, keine Sorge, ich habe eh gerade den falschen da. Der muss sein. Ja, der ist es. Gut. Jetzt muss ich ja nur mal irgendwie runterkommen. Das ist, du stehst gerade scheiße da, weißt du das? Okay. Es geht weiter so. Och Mann, wir haben aber nur 40 Sekunden, sehe ich gerade. Ach so. Spring schnell rüber, hoffe bitte, dass das Ziel ist. Nicht so. Rein da. Da ist das Ziel. Oh, das ist das Ziel. Aber wir landen da nicht, doch, oder? Doch. Gott sei Dank, Alter. Boah, ich hatte gerade Angst, dass wir jetzt wieder so knapp scheitern an so einem langen Level. Nochmal hätte ich das nicht gemacht. Ja gut, okay, mit dem Kettenhund hätten wir viel Zeit sparen können, weil mit dem, weißt du. Aber egal. Gut, ein Level geht noch. Auf alle Fälle. Eins noch, okay. Sind erst 8 Minuten 50. Da geht noch ein bisschen was. Ein bisschen Rage geht noch. Mhm. Wir müssen schauen übrigens, dass wir Lea und Lorena animieren, dass sie uns bald mit uns aufnehmen, weil ich habe bald 100 Folgen Special hier. Steht da schon wieder. Hätte ich jetzt nicht mal Lust, mal in der großen Gruppe sowas aufzunehmen, aber wenn wir so groß sind, dann spielen wir nur so Mario Kart oder Scribble. Mhm. Und da steht gerade, wir dürfen den Boden nicht berühren. Ach so. Ja, ist ja egal. Also einfach nicht drauf landen auf irgendeinem festen Boden. Ich würde gern weitergehen, ne? Aber meine Mitfahrgelegenheit lässt auf sich warten. Ja, lass schaukeln, komm, wir sind die Schaukelbrüder. Lass schaukeln. Ich glaube, das ist etwas, was eher für mich bestimmt ist, oder? Ich glaube auch. So. Ja, siehste. Oh nee. Sehr gut.
Ja gut, eigentlich ist sie egal. Oh nee, das ist aber trotzdem. Okay. Ach so, das zählt auch schon das Boden, leck mich. Ja, du hättest direkt auf die Kugel springen müssen. Ah, und hier ist das Ziel. Komm, join mal bitte. Danke, Kino. Bitte sehr. Okay, ich hätte sehr gerne geholfen bei diesem Level. Mhm. Sehr, sehr gerne. Aber auch zum Ziel komme ich schon schwierig genug. Gut, das ist doch noch nicht das letzte Level. Da geht, glaube ich, noch was. Jumping in the Clouds. Let's go, eins geht noch. Ich meine, wir könnten jetzt auch einfach beenden, weil es die so 10-Minuten-Folge genau, aber ne, wir machen noch eins. Passt doch für dich. Ja, es ist ja immer schon eine Kritik mittlerweile, dass ich schon kurze Folgen mache. Ich habe mir eure Kritik zum Herzchen genommen und deswegen mache ich das jetzt. Außer Mario Kart Wii, da bleiben es nach wie vor 3 Strecken. Und Mario Kart an sich? Also 8? Muss ich schon. Das ist da auch noch bei 10 Minuten oder was? Da waren es immer schon 4 Strecken. Ja, trotzdem sind es da auch nur 10 Minuten. Ja, weil halt die Dinger immer wieder weggehen. Sehr gut, Kino. War so. Ich war kurz überlegen, ob wir runter müssen. Müssen wir, glaube ich, auch. Okay, hier schon mal nicht. Achso, hier ist der Abgrund. Dann hätten wir doch rechts lang gemusst. Oder müssen wir da irgendwas mit Ding machen? Ah, okay. Warte, will. Achso, nee, da geht's eh weiter. Ich hatte gerade überlegt, dass er vielleicht irgendwie einen Jump will mit. Bruder, komm, mein Lieblingsbruder. Mhm. Ja, aus Hammer. Der war mal ein Bruder. Warte, den hole ich mir noch. Und die anderen Scheiße! Zwei Bruder aus Hammer. Hammer, 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 Hammer. It's Hammer Time. Das ist Hammer, wie du dich bewegst. Ah, okay. Spike. War mal ein Spike. Okay. Und schönes Schneelevel. Also, es macht Spaß. Sonne! Ja. Warte mal, kann die das? Nee, kann die ja nicht. Ach man, warte, die springt. Ja komm, mach. Wir brauchen einen, du musst den genau und den musst du wahrscheinlich dagegen ballern. So ist es. Ich hab's einfach kommen sehen. Ich hab's einfach so kommen sehen. Markus! Ich weiß es nicht, was da war. Ich auch nicht. Ich hatte gehofft, du kannst mir das erklären, was du da gemacht hast. Ich war von deinem Tod so erstaunt und musste den einfach nachmachen. Der war Balsam für meine Seele. Ich bin Fan davon, wie du stirbst. Ich weiß, ich weiß. Deswegen haben wir ja schon gut 200 Folgen Mario Maker aufgenommen. Mhm. Ach, Ziege, ey. Die Ziege ist heute nicht mit mir. Mit uns passt, würde sie eher treffen. Na, mit mir auch nicht. Ach man, Marco! Ich dachte, wir später springt der Scheiß. Warum warten wir auch nicht einfach, bis er springt und laufen dann los? Weil wir es eilig haben, glaube ich. Es geht um die. Es gibt Leute, die müssen gleich noch pennen gehen hier. Wirst du überhaupt heute noch eine aufnehmen? Je nachdem, wie lange das hier noch dauert. Ja, Überstunden kennst du eh, auch in der Freizeit. Das kenne ich wirklich, ja. Traurigerweise kenne ich das. Scheiße, stimmt ja, du machst ja. Oh Gott! Da waren ja Eiszapfen. Ich lauf mal. Achtung, ah, das ist Ziel! Danke, Kino. Ich bin auch noch da. War das geil. Gut. Wie je nachdem, wie lange das dauert. Es ist zu Ende, Kino. Es ist zu Ende, da hast du recht. Du lebst. Du hast es überlebt. Danke, Kanadier, für dieses schöne Winterlevel. Bis zum nächsten Mal an der Stelle. Die Folge ist für heute lang genug. Und grüß die Ziege. Ciao. Ciao.